So, willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und das ist mein Vorspann, den ich immer vor Spiele setze, die USK 18 sind oder sogar indiziert. Und in dem Fall geht es um The Walking Dead von den großartigen Spielemachern von Telltale Games. Und das Spiel ist wirklich grandios, ja? Also ein richtig gutes Story-Adventure. Nur es geht halt ordentlich zur Sache, ja. Es behandelt ja die berühmten Comicbücher, die ja verfilmt wurden in der Serie The Walking Dead. Und genauso wie die Serie ist eben auch das Spiel dann USK 18. Und das hat auch seinen guten Grund, auch wenn es ein Adventure ist. Es gibt eben auch Kampf- und Action-Szenen und es gibt ziemlich viele Horror-Momente. Und da geht auch ein Erwachsener, also ein richtig Erwachsener, geht da teilweise böse die Klammer. Und es ist halt echt nichts für Kinder. So, also wenn ihr jetzt nicht schon 18 Jahre alt seid, dann schalte das Video aus. Schaut euch Videos an, die keine Spiele zeigen, die USK 18 sind. Zockt, lest gute Bücher, geht raus, frisch Luft, gut Natur. Ja? Das hier wartet auf euch, geht schnell vorbei die Zeit. Also bitte, wenn es 18 ist, ausmache. Bis bald dann, wir sehen uns. Tschüss und habt einen schönen Tag. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta. Und ich bin in dem richtig geilen, Rollenspiel-Action-Adventure-Survival-Horror, glaube ich, ist die richtige Bezeichnung, die man mittlerweile für verwendet. Spiel von den Telltale-Jungs, die generell richtig gute Spiele machen. Also, zumindest das, was ich bis jetzt von denen gespielt habe, hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Und zwar in The Walking Dead. Hm? Basierend auf den berühmten Comicbüchern, aus der, die man hauptsächlich kennt, durch die höchst berühmte und sehr verdienterweise berühmte Serie The Walking Dead. Und weil ich ja die Serie unheimlich gern gucke, konnte ich natürlich auch nicht umhin, mir auch dieses Spiel zu kaufen. Ich habe es auch nicht bereut, auch wenn ich mir manchmal in die Hose machen könnte, weil das ist, da geht einem so die Klammer. Ich habe es nicht für möglich gehalten, weil ich dachte, naja, das ist hier so Comic-Stil. Ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Also, Alter, die Jungs, die das Spiel gemacht haben, die wussten, wie man das macht, dass man auch auch hier denkt, so, eieieiei, ich mache noch ein Licht mehr an, das spiele ich nicht im Dunkeln. So, da gehen wir mal rein. Sorry, erstmal wegen der Lautstärke. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, irgendwie vorher um Optionen zu checken. Also es kann sein, dass ich jetzt irgendwie singen oder labern muss, falls man Musik hört oder so. Und ich habe die Lautstärke halt mit runtergedreht. Das finde ich übrigens auch immer cool, wenn das so alles ein bisschen offen ist und auf den Spiel eingeht und nicht halt alles durchgeskriptetes Schlauch ist, ja. Also wie gesagt, Telltale Games, richtig coole Games. Kann ich nur empfehlen. Ja, natürlich ist Musik, ja, komm, dann überspringen wir das. Ja, achso, Moment. Wunderbar. Achso, Moment. Nee, geht nicht. Komisch, warum denn das nicht? Na egal. So. Spielfortsetzer. The Walking Dead! Auf jeden Fall, der Anfang, der ist schon richtig gut. Weil, steigt nicht irgendwo später ein, sondern wirklich direkt, wenn es losgeht und die Zivilisation gerade am Umkippen ist. Die Zombie-Kalypse geht gerade los. Was mir auch gefällt, ist, dass die den Comic-Stil eben von den Comic-Büchern halt, ja, ziemlich gut übernehmen, finde ich. Ja? Und das sieht richtig gut aus. Also, well, I reckon you didn't do it then. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not for me. 'Cause guys in your position already said it enough. All cars asked to keep on the lookout for 91 being here.
followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Ich überlege gerade, ob ich das überspringen kann. Ne, ich kann es nicht überspringen. Also falls mir jetzt irgendeiner böses von Entwickler oder so, da, ich kann es nicht abbrechen. Also ich muss das jetzt zeigen, es tut mir ja wirklich leid. Weil, klar, es ist ein Let's Play, aber trotzdem so, so Videosequenzen. Das hat immer so diesen Beigeschmack von unnötig Spoiler, ja. You wanna know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Sondern erst hat ein Tier gebissen, dann ist werden Aufstände gemeldet, dann Großeinsatz zu Polizeikräften. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Officers are available for he's coming to one. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Also in dem Fall bin ich auch ganz froh, dass da unten drunter so deutsche Untertitel halt mitlaufen, weil eigentlich... Weil ich mir zwar eigentlich zutraue, meistens das gesprochene englische Wort zu verstehen, aber ganz oft so Slang-Ausdrücke oder so Dialektausdrücke, da bin ich dann etwas ratlos. Oder wenn es halt ein ganz seltsames Vokabular ist. His gun out. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Also, ich habe jetzt ja eingestellt, dass ich immer so ein bisschen Hilfe bekomme. Ich finde das einfach entspannender. I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Also ich finde das von der Machart richtig cool.
officer's shotgun is over there. Why would he have needed that? Officer? God damn. Officer? God damn. Okay, ich muss jetzt auf draufklicken. Officer? Ich glaube, das ist der Vorteil von den Südstaaten. Oh, genau, da nenne ich mich. Das war das erste Mal, wo so ein bisschen Grusel links aufkam. Aber gleich wird es eh schlimmer. Ich mache schon mal vor. Ich muss ein bisschen beeilen, ich habe nicht so viel Zeit, glaube ich. Oh, oh, ich guck weg. Genau. Holy shit! Wo war doch die Knappe? Da, da ist er. Also, wow, get away from me! Ach, Amateur. Gut, ich bin auch kein Fan von Pump Action. Ich mag auch lieber die doppelläufige Jagdlinse. Don't make me do this! Ach, laber nicht. Kopftreffer. Einwandfrei. Ach, man wirft doch keine Waffe weg. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Are you dead? Hey! Are you dead? Da hinten steht ein Mädchen oder sowas. Help! Go get someone! There's been a shooting! Ja, wie wir aus der Serie wissen, ist es eine extrem dumme Idee, herumzubrüllen, wenn Zombies in der Nähe sind. Gut, das Herumballern war nicht auch, war auch nicht hilfreich, aber in der Situation hat er nicht viele Möglichkeiten gehabt. Komm, renn, Junge! Lauf raus! In der Serie würde ich dem Charakter noch keine 5 Minuten geben. Also erstmal, ich glaube, wenn jetzt der Lattezaun irgendwie länger aushält, ich weiß ja, wie Amerikaner bauen. Wenn ich die Verwandtschaft besuchen bin in den Staaten, lache ich ja immer. Wenn sie genau überlegen müssen, wo sie einen Nagel in die Wand schlagen können, ohne direkt wieder ein weiteres Fenster zu machen. Ich weiß ja, ich bin halt Deutscher. Häuser müssen aus Stein oder aus Beton sein. Weiß, wie die Amerikaner übertreiben das wieder, die ziehen den Bunker. Gibt es eine lustige Serie, glaube ich, dazu. Zu so Leuten, die irgendwie mit so Sachen rechnen und dann sich irgendwie Bunker einquartieren. Was ist das denn? Also das letzte Mal war ich noch gar nicht viel weiter gekommen, wie ich das gestartet habe. Sag das gleich nochmal. Also in mancher Hinsicht ist es ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure. Und in mancher anderer Hinsicht ist es halt wie so ein Action-Spiel. Also, ja, ich glaube... Auf rum zu brülle. Also wie gesagt, letztes Mal, ich kaufe mir halt immer einen Stapel Spiele. Ja, das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann hat man auch die Kröten dafür. Und dann komme ich aber gar nicht richtig dazu, mehr als ein bisschen anzuspielen. In der Hinsicht finde ich das eigentlich auch ganz gut mit dem Play quasi in Factor Games Archive. Weil jetzt komme ich eigentlich auch mal dazu, Ich hab ja wirklich ohne Scheiß mal mindestens 100 Spiele in meinem Schrank stehen. Die habe ich gekauft und bin noch nie dazu gekommen, die Dinger zu spielen. Yeah, kein Quatsch. Und das nicht irgendwie vor 5 Wochen oder so, sondern ich rede von Spielen, die ich keine Ahnung vor 10 Jahren gekauft habe und die zugekommen sind.
kann jetzt aber hier irgendwie die Maus nur beschränkt drehen. Ich kann nicht nach links gucken. Also ich sag das Serie, würde ich sagen. Der Typ ist bald tot. Wonder if anybody's home. I wonder if anybody's home. Das führt scheinbar zu nichts. Hinten konnte ich auch nicht durch. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Objekte. Moment. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig gerade. Ah, okay, jetzt darf ich auch hier hin weiter. Also es ist schon geskriptet, das merkt man. Das erlaubt mir immer nur einen bestimmten Zugang. Einen bestimmten Blickwinkel. Aber das macht ja nichts, ja? Also ein bisschen interaktiver Film. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Okay. Strange man here. Leading in your backyard. Das ist jetzt aber schlecht übersetzt. Ein fremder Mann. Ein strange man ist auch ein Fremder und nicht nur ein seltsamer. Ich frag mich, wie der übersetzt denn dieses eine berühmte Lied, I'm an Alien in New York. I wonder if anybody's home. Ja, Alter, du sollst nicht nur. Warte mal. So. Hello. Anybody home? Kann ich mit dem Mausrad, kann ich nämlich runter auf die Hand. So im Nachhinein denke ich. Coming in. Don't shoot, okay? Ja, stimmt, in Amerika muss man da ja wirklich vorsichtig sein. Die haben ja das Recht, Leute, die ihr Haus betreten. Das ist nicht wie bei uns Land- und Hausfriedensbruch. Die dürfen direkt raufballern. I'm not an intruder. Das ist ja das Lustige, also ja, das Lustige, wenn in Deutschland dann immer so Fälle aus den USA oder aus Südafrika oder so bekannt werden, wo jemand einfach mal in seinem Haus rumgeballert hat und hat jemanden umgebracht, irgendeinen Verwandten oder so. Und die Deutschen sagen so, wie scheiße ist der denn drauf? Warum ballert der hier einfach in seiner Hütte rum? Ja, andere Länder, andere Gun Rifles Associations, gell? So. So, erstmal schön was essen, oder? Komm, ich mal bis ob es zu lang total vergammelt ist. It's fake, damn. Ah, okay. Ja, ich kenne ja genug Leute, die, wenn sie einen Kanister hatten, also beim Saufen, dann in so Fake-Obst reingebissen haben. Ja, warum? Na gut, dann höre ich mal ab. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Tja. Das sind so die Momente. Ein Walkie-Talkie. Ein Funksprechgerät. Hello? You need to be quiet.
Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Ich muss einfach mal an meinen Cut denken, das ist schon wieder so eine lange Folge. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ja, wie gesagt, in der Serie. Keine 5 Minuten. Einerseits so eine Zombie-Apokalypse, wie die beginnt. Weil das Mädchen ist Tappe. Okay, das Spiel ist definitiv auch nicht für Jugendliche. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. We'll try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. Let's go. Okay, dann setze ich hier mal meinen Cut. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.